Ja, hallo meine lieben Freunde. 3 Wochen kein Video hochladen. Ich weiß, ist ein bisschen viel und genau das wollte ich nicht machen, denn das habe ich letztes Jahr so gemacht. Letztes Jahr war es allerdings ein bisschen aus Faulheit heraus. Und dieses Jahr hatte ich geplant, 1 Woche lädst du kein Video hoch, weil, wie viele von euch wissen, bin ich jetzt umgezogen. Ja, dachte, ja, 1 Woche lang gönnst dir sozusagen mal eine Auszeit, wo du kein Video extra produzierst und so weiter und so fort. Aber was funktioniert beim Umzug nie? Internet. Und deshalb, tja, habe ich jetzt den 3. Technikertermin heute hinter mir und jetzt habe ich wieder Internet. Jetzt kann ich wieder aktiv werden, durchstarten. Ich habe ganz viele kleine Ideen und jetzt gerade bin ich auf meinem 2. Scouting. Ja. Ich habe gestern schon mal eine große Wandertour gemacht, irgendwie 2,5 Stunden, mehr so in den Süden. Jetzt bin ich eher so im Westen und dann gucken wir uns mal mit der Zeit hier an. Ich muss mir ja erstmal zurechtfinden, wie das hier so mit den Wäldern ist. Ja. Wo gibt es hier geile Plätze, wo kann ich hier gut drehen, wo kann ich mir vielleicht sogar endlich mal wieder ein Bushcraft-Camp, ein richtiges bauen, ja, wo ich nicht Angst haben muss, dass ständig irgendwelche Leute vorbeikommen. Ja. Ich habe mir also ein bisschen Verpflegung mitgenommen, ja, ich kann nicht allzu lange. Der kleine Samwise ist alleine zu Hause und sollte im Moment noch nicht länger als 2,5 Stunden alleine zu Hause sein. Ja. Deshalb habe ich auch nicht unendlich Zeit. Und dann gehen wir doch mal zusammen auf kleine Wandertour und schnacken noch mal ein bisschen. Hier ist schon echt ein geiles Plätzchen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt so, ja, ich würde sagen, halb durch den Wald durchgewandert. Hier gerade auf einen kleinen Berg hinauf. Ja. Da unten ist ein kleiner See, wo ein paar Kiddies spielen. Also ich finde es hier echt schön, muss ich einfach mal sagen. Und auf jeden Fall werden hier einige neue Videos entstehen, weil durch die lange erzwungene Pause habe ich ziemlich viel, ja, Kreativität und Ideen gesammelt, die sich jetzt angestaut haben. Die wollen jetzt natürlich raus, ja? Aber vorher gönnen wir uns noch was. Es sind schon wieder 25 Grad, aber angenehme Brise zwischendurch. Also schon ganz nett. Eiskalt, fantastisch. Ja, leider war es das Ganze auch schon für heute, denn ich muss langsam wieder zurück. Ja, der kleine Sam darf nicht zu lange allein gelassen werden. Ich hoffe, ich kann ihn so schnell wie möglich mal mitnehmen auf meine kleinen Touren, ja, damit ich auch mal wieder länger raus kann. Mein Herz blutet so richtig, wenn ich auf Wanderschaft bin und dann wieder nach Hause muss. Aber kann man nichts machen. Ja? Das ist halt so, ein Welpe macht ein bisschen Stress und Arbeit. Weil ich euch aber nicht ganz unbefriedigt zurücklassen möchte, klickt doch einfach mal hier oben auf das Aufrufezeichen. Dort findest du die Playlist zu Flotten Dreier über günstige Ausrüstung und zu meiner ganzen Westwegtour, die in 2 Teile aufgeteilt ist. Ich habe da letztens nochmal reingeschaut und es ist einfach witzig zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt hat mit den alten Aufnahmen und wie das dann damals war. Einfach mal reingucken. Das heißt, ab jetzt starte ich wieder voll durch. Ihr kriegt wieder ordentliche Videos. Ja? Wird auch langsam mal Zeit und demnächst auch noch mal als kleinen Update-Info bin ich viel in Süddeutschland unterwegs. Ja, ich werde zum Beispiel beim Tripsi zum Bushcraft-Treffen vorbeischauen. Ja, dann habe ich wieder Mittelaltermärkte. Dann werde ich vielleicht 2 andere YouTuber besuchen, ja, mit denen ich auch schon sehr viel Kontakt hatte. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das alles immer funktioniert, weil wir sind mit dem Wohnmobil wieder unterwegs. Deshalb will ich da noch nichts versprechen, ja, was wo passiert und so weiter und so fort. Aber es steht ungefähr im Plan und wir gucken mal. In der Schweiz wollen wir auch vorbeischauen. Also viel zu tun, aber ich freue mich drauf. So, meine lieben Freunde, damit endet meine kleine Tour auch schon. Ich bin kurz vor zu Hause. Ja. Ich bin mega entspannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche euch einen ganz tollen Start ins Wochenende. Geht raus, es ist das beste Wetter dafür im Moment. Ja. Schlaft draußen, übt Survival-Techniken oder chillt einfach nur mit ein bisschen Geheimzutat, ja, worauf immer ihr auch Lust habt. Tut mir den Gefallen, ja, damit werdet ihr auch deutlich glücklicher, glaubt mir, als drin zu hocken oder zu arbeiten. Ich meine, wer will sowas schon?
Hier oben findest du jetzt ein Video von meinem letzten draußen schlafen, ja, meinem 24-Stunden-Biwak, wo es auch um günstige Ausrüstung geht. Einfach mal reinschauen, sehr geiles Video geworden. Und darunter findest du meine Westweg-Tour-Reihe. Ja. Schön, ich glaube 14 Videos sind es insgesamt. Einfach nur auf Tour sein, draußen sein erleben, ja, mal mit gutem Wetter, mal mit schlechtem Wetter, wie das halt so ist. Ansonsten lass dem Video doch ein Like da, abonniere mich, falls du es noch nicht getan hast, auf dem kleinen Button hier unten. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.